Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Deathwatch, das Grundregelwerk für die Erstellung eines Space Marines, der in einer Sonderspezialeinheit dient, basierend auf dem Warhammer 40k-Regelwerk. Ja, das ist so ein der ersten paar Seiten, ja, eins der Vorwörter. Und hier geht es darum, wie funktioniert Rollenspiel. Das hat man ja eigentlich immer in diesen ganzen großen Rollenspielbüchern, 400 Seiten dick, und da kann man dann auch ein Vorwort benutzen, 20 Seiten lang, um dann jedem zu erklären, was Rollenspiel ist, die es noch nie gespielt haben. Ja, das richtet sich dann vor allem an die Neueinsteiger, die jetzt zum Beispiel aus dem Tabletop kommen, weil sie immer mal Space Marines auf dem, ja, auf der Matte vor ihnen gesehen haben, und jetzt wollen sie selber mal als Space Marine in einem Rollenspiel spielen. Und hier dann eben so ein bisschen die Erklärung dazu, was ja man auch überblättern kann, wenn man da keine Lust zu hat, weil man schon erfahrener Rollenspieler ist. Ja, müsste man dann für sich selber so ein bisschen entscheiden. Das System selber benutzt das BRP-System, Basic Roleplay Game, und ihr könnt es auf der linken Seite sehen, das sind zwei W10er, die dann zusammen ja, ein W100 ergeben, wenn der eine dann als 10er Potenz gilt. Und ja, entweder man benutzt verschiedene Farben oder dann den Würfel, der keine 6, sondern eine 60 zeigt. Ja, darum soll es einfach gehen. Ich finde das System sehr eingängig, sehr einfach, sehr einsteigerfreundlich, weil für jeden noch vor dem Wurf die Erfolgswahrscheinlichkeit bekannt ist. Also sowohl für den Spieler, der jetzt seinen Wurf geben muss, als auch für den Spielleiter, der dann beispielsweise auch noch den Wurf erleichtern oder erschweren kann. Wenn die Leute dann nur eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 20% haben, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass er diesen Wurf schafft. Das heißt, 1 bis 20 ist ein Erfolg und 21 bis 100 ist dann kein Erfolg. Und dementsprechend kann der Spielleiter sich dann eben auch entscheiden und den Wurf im Vorfeld noch erleichtern um 10, 20, 30% oder je nachdem, was es da für Wahrscheinlichkeiten gibt. Da gibt es auch noch eine kleine breite Tabelle für, nach dem Motto, ist das denn eine höllisch schwierige Tätigkeit, die er da tut. Das heißt, läuft er gerade auf der Innenseite eines Vulkanes, der ausbricht, oder ist das eine sehr routinierte Aufgabe, zum Beispiel, ja, das Waffen zerlegen, zusammensetzen, das Säubern eines Gewehres auf dem Schiffsdeck ohne feindlichen Kontakt, dann kann man sowas natürlich dann erleichtern um, weiß ich nicht, 30%, und dann kommt man kein Wurf auf 20, sondern 20 plus 30 sind dann ja für alle einsichtig 50, und ja, je nachdem, was man so vorhat, kann man da dann gut mitarbeiten. Ja, wenn man das nicht wissen will, dann kann man das Ganze überspringen. Hier wird dann noch so ein bisschen auf die Organisation der Space Marines eingegangen. Denn es gibt natürlich auch einige Leute, die kennen zwar schon Rollenspiel, aber die wissen nichts über Space Marines, weil sie kein Tabletop gespielt haben, sondern weil sie jetzt aus Cthulhu kommen oder weil sie vielleicht irgendwann mal ja StarCraft gespielt haben und wollen jetzt von StarCraft auf das bessere Warhammer wechseln. Ja, und da wird dann so ein bisschen erklärt, was sind Space Marines, was unterscheidet sie von anderen Menschen, wenn man das so sagen kann. Da gibt es also so einen kleinen Anreiz, sag ich mal, noch bevor dann am Ende die Werte kommen bei der Charaktererschaffung, wird dann schon mal erzählt, warum man denn einen Space Marine spielen sollte. Ja, finde ich ganz schön. Ich komme selber nicht aus dem Tabletop. Ich kannte schon etwas von den Space Marines, aber nicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen, und war dann für diesen Überblick da auch sehr dankbar. Ja, nach dem Vorwort kommt es dann zur Charaktererschaffung. Wie sollte es anders sein? Denn, naja, wenn ich jetzt das Ganze spielen möchte, dann muss ich natürlich auch einen Spielercharakter haben. Und der wird dann hier drauf eingegangen, in einem sehr langen Kapitel, sehr ausführlich, wie man denn diesen Charakter erschafft. Und da gucken wir jetzt rein. Das sieht jetzt schon mal sehr tabellenlastig aus. Ich finde, es liest sich aber ganz gut, denn, naja,
Man kann das Ganze alles auch auswürfeln. Man kann sich da dann aber auch an diesen Tabellen entlanghangeln, so wie ich das ganz gerne hätte. Das geht dann bei einigen Dingern, wie zum Beispiel den Werten. Die können ausgewürfelt werden, die können aber auch frei bestimmt werden. Und ja, das könnt ihr auf der unteren linken Seite lesen, wenn man dann von vornherein keinen ausgewürfelten Charakter haben will, sondern einen, ja, nach seinen eigenen Maßstäben, dann geht das eben auch, finde ich sehr gut. Weil, naja, wenn ich irgendwie einen Arzt spielen möchte und der hat dann keine hohe Intelligenz oder kein hohes Charisma, sondern der kann gut schießen, der kann gut schlagen, dann mag das vielleicht für meine Vorstellung eines Arztes, eines Apothekarius nicht ganz so hinhauen. Ja, also sieht jetzt erstmal so ein bisschen erschreckend aus, aber ich finde, die Tabellen sind ja, übersichtlich, strukturiert und man kann sich daran schnell entlanghangeln und die einzelnen Schritte, so wie ihr das hier jetzt aufgebaut seht, sind auch sehr, sehr schnell abgefrühstückt, sodass man dann zu dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten Schritt gehen kann. Ja, was ich hier ganz schön finde, ist, dass man auch seine Ausrüstung auswürfeln kann, beziehungsweise die Rüstung, die man trägt. Die Servorüstung hat eine eigene Vorgeschichte oder kann eine eigene Vorgeschichte haben. Denn, naja, bevor ich in dieses Spiel gekommen bin, sind eventuell schon 20, 30 oder noch mehr Space Marines in dieser Rüstung gestorben und dementsprechend könnte es sein, dass die Geister meiner verstorbenen Brüder in dieser Rüstung leben und sie ja mit ihrem Geist erfüllen. Ich finde das eine richtig schöne Idee, sodass dann eben nicht nur die einzelnen Charaktere sehr einzigartig zueinander sind, sondern auch ihre eigenen Rüstungen unterscheiden sich. Das heißt, wenn zwei Leute von den Blood Angels im Team dabei sind, die unterscheiden sich dann sogar von Orden zu Orden. Also der eine ist dann ein Psioniker, also ein Magiewirker, der im Warp bedient und sich des Chaoses annimmt. Und der andere ist dann ein Tech Marine, der hat also oben einen großen Kran auf dem Rücken, einen dritten Arm und bedient dann die Maschinen und kann die dann eben zur Kommunikation benutzen. Finde ich ganz gut gemacht. Ja, dann kommen wir zu den Fähigkeiten der Space Marines. Wie unterscheiden die sich zu normalen Menschen? Das ist auch schon ziemlich beeindruckend, wenn man nicht aus der Tabletop-Welt kommt, sondern, naja, die jetzt erst kennenlernt und die Organe, die ihnen eingesetzt werden, sind dann doch schon so, dass sie ohne ihre Rüstung, ohne ihre Waffen schon ziemliche Übermenschen sind, schon richtig mächtige Kreaturen. Sie bekommen unter anderem ein zweites Herz. Für die Blutversorgung der anderen Organe, die nach und nach eingesetzt werden. Sie können Säure spucken, sie können besser sehen und besser hören als Menschen. Sie können ja in Vakuum teilweise etwas überleben, also so ein bisschen in Weltraum, dass sie dann nicht sofort kaputt gehen. Sie können in eine Stasis verfallen, wenn sie sehr schwer verletzt sind, dann sterben sie vielleicht unter Umständen nicht sofort, sondern können von ihren Brüdern später geborgen werden und nachdem sie dann sowas wie ein Jahr herumlagen, werden sie dann wieder aus ihrem Schlaf erweckt. Sie können ja unter anderem auch die Herzen ihrer Feinde fressen, was natürlich ziemlich brutal ist. Und nachdem sie dann eben diesen Feind erschossen haben, können sie ihn essen und dadurch ihre Gedanken bekommen, also ja, Informationssammlung. Das ist schon echt krass. Also erst schießen, dann fragen. Das macht bei Space Marines auf alle Fälle Sinn. Ja, hochinteressant. Und wer das noch nicht kennt, der kann dann hier mit diesem Kapitel sich so ein bisschen ja, an die herantasten. Ja, nachdem dann die Organe vorgestellt worden sind, werden auch die Orden vorgestellt. Die unterscheiden sich dann doch relativ stark und haben andere Primarchen, also Vaterfiguren, die damals ihre ja, genetische Ausbildung festgelegt haben. Und je nachdem, was man da spielen möchte, kann man dann ja, die verschiedenen Orden einmal sich anlesen. Die werden vorgestellt, also die Black Templar sind so ein bisschen Kreuzritter, ziemlich blutig. Die Blood Angel sollten euch vor allem durch die Dawn of War-Reihe bekannt sein. Das sind so Vampir-Space Marines.
Die leiden unter einem uralten Fluch durch die ja, Verstricknisse aus dem 30. Jahrtausend. Also aktuell sind wir natürlich im 40. Jahrtausend, beziehungsweise im 41. sogar. Und naja, im 30., also vor 10.000 Jahren, gab es einen etwas größeren Krieg, die Horus-Heresie, wem das nichts sagt. Und dadurch sind die eigentlichen Einheiten immer so ein bisschen gezeichnet. Das heißt, die haben sehr viele Vorteile, die haben aber auch jeder ihren ganz eigenen Nachteil. Ja, dann haben wir noch die Dark Angels mit drin und auf der nächsten Seite sind dann die Space Wolves mit dabei. Finde ich ganz interessant beschrieben, wie man sich so die Orden vorstellen kann, wenn man überhaupt keine Ahnung hatte. Einige sind natürlich ein bisschen bekannter. Ich sage jetzt gerade mal die Space Wolves von, ja, von der Welt Fenris. Ich finde, da sollte man auf alle Fälle schon mal was von gehört haben. Natürlich auch die Blood Angel, die durch die Computerspiele dann bekannt geworden sind. Die Ultramarines kennt man auch. Und ja, es gibt natürlich auch so ein paar unbekanntere Orden, aber auch die werden dann so nach und nach vorgestellt. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele unendliche Splittergruppen, Untergruppen, die dann erstellt worden sind in den 10.000 Jahren. Also wer da selber sich nicht zurechtfindet, kann auch einen eigenen Orden erstellen und so ein bisschen mischen. Das würde auch funktionieren. Die Regeln dazu stehen allerdings nicht in diesem Buch drin, sondern in einem anderen. Aber so für den ersten Überblick finde ich ja schon ziemlich gut gelungen. Ja, dann gibt es noch die Storm Wardens, auch die werden vorgestellt, die kannte ich zum Beispiel noch gar nicht, fand ich aber auch nicht so interessant zu lesen. Und auf der letzten Seite haben wir noch die Ultramarines, auch die werden vorgestellt, fand ich vorher immer ein bisschen nerviger, ne, die werden immer so als die ja, beliebtesten Kinder und Söhne von vom Imperator vorgestellt, dargestellt in den verschiedenen Romanen, so dass ich sie einfach immer nervig fand. Hier kommen sie dann doch ein bisschen besser weg, muss ich sagen, und man kann so ein bisschen verstehen, warum sie so sind, wie sie dann dargestellt werden. Ja, und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann haben wir jetzt sechs verschiedene Orden. Das ist nicht so viel, aber das reicht auf alle Fälle. Man kann dann natürlich noch andere Space Marine Ordens gründen. Da steht dann auch, wie gesagt, drin, wie man dann die Werte und Attribute leicht verändern kann. Da müsste man sich noch sowas wie ein Gebaren ausdenken, also einen Nachteil, was dann triggert. Denn ja, ich sprach schon davon, die haben nicht nur Vorteile, die haben auch Nachteile. Und da müsste man sich eben was überlegen, aber das kann man dann sehr modular auch mit dem Spielleiter absprechen. Ja, also nach diesem Kapitel ist man auf alle Fälle schlauer, was die Space Marines angeht. Man kennt so ein bisschen die Orden, man kennt die Primarchen, also die Väter. Man weiß auch, was zu diesen Organen, die sie von Menschen unterscheiden und warum sie denn eigentlich auch ohne Rüstung alle so stark angewachsen sind, warum sie ja durch normale Waffen nicht so stark zu verletzen sind und warum sie jeden Menschen einfach in den Staub treten könnten, wenn sie das denn wollten. Ja, dann werden im nachfolgenden Kapitel die Professionen vorgestellt. Also, wie unterscheiden sie sich jetzt nicht nur von den Orden her, sondern auch von ihrer Ausbildung? Wir haben hier den Apothekarius, das ist so ein bisschen der Heiler, wenn man so mag. Der ist auch dafür zuständig, dass die Gensaat erhalten wird. Das heißt, wenn ein Space Marine fällt, dann muss diese Gensaat wieder zurück zu seinem Orden. Finde ich auch hochinteressant. Das heißt, dieser Mediziner kommt dann an, sägt dann seinem Bruder, ja, gibt ihm den Gnadenschuss oder tötet ihn dann dementsprechend, dass er nicht leiden muss und rammt ihm dann seine ja, chirurgischen Instrumente in die Organe, damit dieser genetische Code ja, den nächsten Kriegern übergeben werden kann. Wenn man noch mag, können natürlich auch die Rüstung geborgen werden. Ja, ansonsten alternativ ist er natürlich auch dafür zuständig, dass die verletzten Marines wieder geheilt werden. Obwohl ich sagen muss, dass die Space Marines von ganz alleine sich wieder erholen. Die stehen einfach rum, ja, stehen eine halbe Stunde in ihrer Rüstung und bewegen sich nicht und dadurch heilen die dann nach und nach, je nachdem wie schwer verletzt oder nicht schwer verletzt sie sind. Aber das sind schon richtige Monster und die sind schwer kaputt zu kriegen, aber wenn man sowas wie einen Heiler spielen möchte, den Moralapostel, dann sollte man zum Apothekarius greifen.
Ja, der Vestamarine ist dann schwere Ausrüstung, schwerer Flammenwerfer, schwerer Bolter, wenn man irgendwie hinstehen will und mit einer richtig, richtig großen Waffe irgendwo reinholzen will. Dann sollte man zu den Vestamarines greifen. Die werden dann hier vorgestellt, auch mit ihren Tabellen, mit ihrer Steigerung. Die langen dann schon ziemlich gut rein. Ja, die Skriptoren sind dann die Psioniker in der Menschenwelt, wenn man so sagen möchte. Die greifen dann mit ihren Gedanken in den Warp hinein, formen und verändern ihn nach eigenem Belieben. Und wenn sie der Meinung sind, dass dein Kopf explodieren muss, dann muss einfach mal dein Kopf explodieren. Oder die Biomanten könnten dann, je nachdem wie mächtig sie sind, auch neue Gliedmaßen wachsen lassen. Das ist dann natürlich schon ziemlich radikal, möchte man meinen, aber prinzipiell sind deiner Vorstellungskraft wenig Regeln vorgeschoben. Gerade wenn man mit dem Warp spielt, ja, das ist so der Psioniker, der Magier, der sich der verbotenen Magie bedient. Der Sturmmarine, ziemlich einfach gestrickt, möchte man meinen, hat Jetpack auf dem Rücken, fliegt dann in vorderster Front und ballert dann mit ja, kleinen Boltpistolen oder mit Schwertern um sich, zerschlägt die Feinde und ist einfach, ja, Sturmmarine. Das fasst schon ziemlich gut zusammen. Macht Spaß zu lesen, wenn man da mal reinguckt und ja, wer so eine Vorstellung hat, der könnte dann zu diesem greifen. Also man merkt schon, unabhängig jetzt davon, welchen Orden man gewählt hat, von diesen sechs, die verschiedenen Professionen machen jetzt schon eine ganze Menge verschiedene Taktiken aus. Der taktische Marine, das ist dann derjenige, der so ein bisschen mehr plant. Der kann irgendwie alles, aber nichts richtig. Wenn man so mag, könnte man dann auch an der Wertsteigerung in der Tabelle erkennen, die dann auf der rechten Seite abgebildet ist. Ja, je nach Aufgabengebiet, je nach Mission, die ansteht, wird dann so ein bisschen planen und wird sich dann dementsprechend bewaffnen. Und ja, kann irgendwie alles. Ja, die Tech Marines, das Bild finde ich richtig geil. Ja, es gibt natürlich dann auch die Tech Adepten vom Mars in der Menschenwelt. Das sind dann also die Mechaniker in der im 30. Jahrtausend nach dem Bruderkrieg ist sehr viel Technologie verloren gegangen. Die Menschen haben im dunklen Zeitalter einfach sehr viel vergessen. Und die Tech Marines oder die Tech Adepten sind dann diejenigen, die noch wissen, wie man Computer bedient, wie man Raumschiffe fliegt, wie man solche Dinge auch reparieren kann, wenn sie kaputt gegangen sind. Und die macht schon eine ganze Menge her. Die haben Zugriff auf spezielle Fertigkeiten, die anderen nicht zustehen. Die können sich dann auch mechanisch weiter verbessern. Ihr könnt es dann sehen, die haben dann diesen dritten Arm oder ja, irgendwelche anderen Dinge auf den Rücken geschnallt und interagieren und wechselwirken dann mit Maschinen. Ja, dann werden die Fertigkeiten vorgestellt im nächsten Kapitel. Da kann ich wenig zu sagen. Das ist, ja, entweder ist es selbsterklärend, also sowas wie Aufmerksamkeit oder Ausweichen, da muss man sich wenig zu anlesen. Aber gerade dann bei den Ausbaufertigkeiten wie Psi-Gespür zum Beispiel, da erschließt sich das vielleicht nicht von vornherein. Das heißt, da macht es auf alle Fälle Sinn, dass man da mal reinliest und guckt, was kann denn diese Fertigkeit? Oder was ist denn scholastisches Wissen? Und da ist auch ein Sternchen drin. Da muss man natürlich nochmal unterscheiden, was man denn gelernt hat. Ja, aber ansonsten macht das Kapitel wenig richtig, macht wenig falsch, stellt einfach nur die Fertigkeiten vor. Ja, Kapitel 4, Talente und Eigenschaften. Da geht es dann um sowas wie Sonderfertigkeiten, wenn man mal in diesem Termini sprechen möchte. Zusätzlich zu den eigentlichen Fertigkeiten kann man noch Talente erwerben, die dann weiter den Charakter verbessern, schulen. Abgestumpftheit zum Beispiel, ihr könnt es dann oben rechts sehen, man bekommt keine Wahnsinnspunkte mehr, wenn man einem Dämon begegnet, was normalerweise der Fall wäre. Ja, je nachdem, wie groß und wie mächtig das ist, ist das schon mal ziemlich schlecht, wenn man dann erst einmal sabbernd in der Ecke sitzt
und nicht mehr kämpfen kann. Da muss man natürlich funktionieren und dementsprechend wäre das dann doch schon sehr ratsam, dass man sich so etwas holt. Oder man kann natürlich dann, ja, Assassinenschlag, könnt ihr dann auch sehen, wenn man sowas wie Geschicklichkeit 40 vorweisen kann und Akrobatik gesteigert hat, dann kann man den Assassinenschlag lernen und bekommt dann Zugang zu anderen Talenten, zu anderen Eigenschaften, die sonst einem normalen Marine nicht zustehen. Ja, verbessern also weiter und spezialisieren weiter. Wie gesagt, die Tabelle muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, beziehungsweise die Erklärung der einzelnen Fertigkeiten. Wenn euch das interessiert, dann, wie gesagt, lest euch das Buch durch und studiert das dann selber. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie spannend wäre, sich einmal in diesem Video anzusehen. Ja, auch das darf nicht vergessen werden. Ganz am Anfang wurde ja schon über die Ausrüstung gesprochen, was also die Rüstung für eine Vorgeschichte haben könnte. Aber es geht natürlich dann auch nicht nur um sowas wie eine Servorüstung, sondern es geht auch um Bolter, um Flammenwerfer. Wie viel Schaden macht sowas? Wann kann ich mir sowas holen? Wie groß darf die Waffe sein und welche Qualität hat sie? Ja, wer sich dann für so etwas fasziniert, für eine Waffenkammer, der kann dann in diesem Kapitel herumstöbern und wird hier sicherlich eine ganze Menge toller Sachen finden. Natürlich auch die Kybernetik, also weitere Verbesserungen, wenn dann das Auge rausgeschossen wird und man bekommt ein zweites Auge aus, ja, ihr könnt das dann hier oben bei dem Servoschädel sehen, damit die dann weiter, ja, sehen können. Auch sowas gibt es natürlich, oder wenn der Arm abgesprengt wird, dass man einen Arm aus Maschinenteilen bekommt. Ja, auf der linken Seite könnt ihr dann jetzt wieder eine schöne Tabelle sehen. Wen das interessiert, der kann dann da versuchen, so ein bisschen zu Powergame und zu schauen, wie sieht das mit den, ja, mit dem Schaden aus und mit dem. Mit der Magazingröße auf der rechten Seite sind dann, es ist nur eine kleine Risszeichnung abgebildet von den einzelnen Waffen, damit man sich auch vorstellen kann, wie die aussehen. Auf der nächsten Seite geht das dann nochmal weiter, also Plasmawaffen, die dann heißes Plasma verschießen, Melterwaffen, die dann den gesamten Körper schmelzen lassen, genauso wie Flammenwerfer, die dann ja, heiliges Promethium versprühen und einen eine Fackel verwandeln. Das ist schon ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Mir gefällt das auch, diese Einfachheit halber, dass man sich dann so überlegen kann, was habe ich denn da überhaupt in der Hand? Wie unterscheiden sich die, auch gerade jetzt die kleineren Pistolen von den etwas größeren Plasmawerfern, sag ich jetzt mal. Und die einzelnen Schemata, die dann auch Namen besitzen. Vulkanschema, Feuerbrunstschema, die sind dann auf verschiedenen Welten entstanden. Oder nach, ja, verschiedenen Blaupausen. Natürlich dürfen auch die Nahkampfwaffen nicht fehlen. Das heißt, wenn man einen mächtigen Energiehammer schwingen will, eine Panzerfaust sich anziehen will, also diese Energiefaust, ihr könnt es hier links sehen, oder Energieklauen, auch das würde funktionieren. Ja, natürlich gibt es auch Energieäxte oder Kettenschwerter, auch das ist alles möglich. Man kann seine Waffen auch mit Psi ausrüsten, also dann bekommt man so ein blaues Leuchten drumherum und kann dann ja mit dem Warp irgendwas zerschneiden. Dann gibt es natürlich noch ein paar Artefakte, die sind dann nochmal ein bisschen anders gezeichnet. Das könnt ihr hier auch sehen, gerade im Vergleich mit den paar Seiten davor. Das sind dann ja, Artefakte, das sind dann Gegenstände, die haben eine eigene Geschichte, die wurden von Heiligen geführt oder die sind dann heilig geworden, weil sie irgendeinen Dämon besiegt haben oder so etwas und die liegen dann in staubigen Kammern herum und wenn ein Space Marine sich dann sehr verdient um seinen Orden gemacht hat, dann kann der auch solche Waffen erhalten oder er kann sie irgendwo auf dem Schlachtfeld finden oder in irgendwelchen Krypten und Gruften. Da kann er dann vielleicht nochmal rankommen, müsste der Spielleiter ihm zugestehen. Die machen dann nochmal besonders viel Schaden. Ja, für mich persönlich ist dieses Tabellenwälzen gar nichts. Ich stehe da nicht so drauf, aber es soll natürlich Menschen geben, die sowas gerne mögen. Aber ja, gut. Müsste dann jeder für sich selbst entscheiden. Wir gehen jetzt erstmal auf das Thema Psi-Kräfte.
Das hat auch ein eigenes Thema verdient. Die Skriptoren, die Psioniker, die können natürlich dann, wie ich das bereits gesagt habe, Köpfe explodieren lassen, und wie das funktioniert, wird dann in diesem Kapitel behandelt. Die Psi-Regeln wurden im Verlauf der Edition, das heißt von Schattenjäger zu Deathwatch zu Freihändler, Only War und dann Dark Heresy 2 immer und immer und immer wieder umgeändert. Und da war man sich nie so ganz sicher, wie mächtig darf man jetzt Psioniker machen. Denn ja, wie gesagt, ich habe gesagt, die können eine ganze Menge. Die Gefahr besteht aber auch, dass sie nicht nur fremde Leute umbringen, sondern auch sich selbst bzw. ihre Gruppe. Das ist also ein ganz feines Stellgrad, was dann der Spieler eines Magiers, eines Psionikers oder Skriptors da dann bedienen muss. Und wenn er zu viel will, kann es einfach sein, dass es Warp-Phänomene gibt. Die Warp-Phänomene sind dann auf dieser Seite abgebildet. Ja, das ist auch wieder eine Tabelle, aber wenn ihr euch mal das Video anhaltet und euch die einzelnen Phänomene anseht, ich finde, das ist ziemlich lustig, was da passieren kann. Natürlich, ja, 0 bis 1, da passiert so wenig, dunkles Ohm. Wenn du nur 100 würfelst, passiert dementsprechend mehr. Also hohe Würfe sind nie so besonders gut. Aber ja, da kann schon eine ganze Menge Freude bei aufkommen, wenn dann die Heldengruppe durch ihren eigenen Magier vernichtet wird. Ich finde das persönlich lustig, andere haben da ein ganz großes Problem mit, aber gerade in der Warhammer-Welt muss diese Tödlichkeit dargestellt werden, und ich finde, wenn man den Warp versucht zu bedienen, dann soll das keine sichere Sache sein, sondern diese Nebeneffekte sind von meiner Seite aus gewünscht. Und wenn man sich dann von vornherein darauf einstellt und auch die Gruppe darauf trimmt und nach dem Motto, es kann halt sein, dass beim ersten Mal zaubern, ja, der Schleier zerreißt, die Luft vibriert und ein paar lachende Dämonen kommen herbei, ja, dann, wenn man sich von vornherein darauf einstellt, weil, wie gesagt, es ist Warhammer und es soll tödlich sein, dann finde ich das in meinen Augen gut. Ja, dann wird selbstverständlich noch erklärt, wie man überhaupt zaubern kann, also was man da würfeln für muss. Das dann hier in so einem Video zu erklären, halte ich für nicht sehr sinnvoll, deswegen überspringe ich den Teil. Es soll hier, wie gesagt, nur um eine Rezension gehen und das Vorstellen, was in diesem Buch enthalten ist, aber nicht um eine Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Daher überspringe ich den Teil, aber er ist selbstverständlich denn dann auch drin enthalten. Dann gibt es natürlich noch Unterschiede. Was können die Blood Angels zaubern? Was können die Dark Angel oder die Space Wolves zaubern? Die Space Wolves, so als Wikinger, sind dann eher die Runenpropheten, so werden sie hier auch bezeichnet, und sind dementsprechend sehr viel anders als beispielsweise die Stormwardens. Ja, dann gibt es hier noch eine kleine Erklärung zu dem Spiel selbst, also wann lasse ich würfeln, was ist überhaupt die Aufgabe der Spieler im Spiel, das ist so ein bisschen auf einer OT- und Meta-Ebene erklärt, wie kann man sich bewegen im Kampf, wie kämpft man überhaupt und wie funktioniert das dann im Einzelkämpfer- und im Teammodus. Wie sollten Missionen ablaufen, nach welchem groben Schema, und das wird dann hier in dem nächsten Kapitel einmal vorgestellt. Wenn man die anderen Regelwerke dazu schon kennt, also Freihändler oder Deathwatch, dann ist das quasi genau das Gleiche. Das ist nichts viel Neues, aber wenn man, wie gesagt, neu dann in dieser Warhammer-Welt drin ist, dann müsste man sich das nochmal angucken. Ja, das ist dann, nachdem die Einsatzbesprechung vom Spielleiter erteilt worden ist, geht es dann über in so eine kleine Planungsphase. Hier wird dann auch nochmal erklärt, wie das mit Schwüren funktioniert, und je nachdem, für welchen Buff man sich entscheidet, also das ist wie gesagt so eine Art Aura, eine Buff, die den einen dann umgibt,
Da kann man sich dann eben überlegen, was man denn schwören möchte. Da ist natürlich auch nochmal die Voraussetzung erfüllt, dass man einen taktischen Marine in seiner Gruppe haben muss oder dass ein Skriptor in der Gruppe sein muss. Und dementsprechend bekommt man für diese eine Mission dann die Aura plus 10 auf alle Willenskraftwürfe oder man bekommt Ruhmpunkte dazu, wenn man ein Ziel erfüllt hat. Also kann man sich dann eben im Vorfeld ja, mit den Spielern besprechen. Hey Jungs, was wollen wir aktuell für eine Aura haben oder welchen Vorteil wollen wir erhalten und welche Teamfähigkeiten wollen wir dann haben? Also wenn sich irgendwie alle hinter einem Hindernis niederknien und dann kommt der Boltersturm, der wird dann freigeschaltet, sodass dann eben alle mit ihren Boltern auf Feinde halten können, wenn eine Horde anrennt. Da müsste man sich eben über entscheiden, so im Vorfeld auf einer OT-Meta-Ebene, wie man das gerne hätte. Finde ich ganz nett gelöst. Und das wird dann hier eben auch nochmal vorgestellt, so mitten im Kapitel. Ich habe jetzt wieder ganz viel übersprungen, aber das war dann, wie gesagt, auch nicht sehr zielführend für eine Rezension. Das finde ich zum Beispiel sehr viel besser. Hier geht es dann noch um sowas wie Komplikation. Das ist immer noch so ein bisschen die Erklärung für den Spielleiter. Was sind denn Primärziele? Was sind denn Sekundärziele? Wie kann ich sowas festlegen, wenn ich keine Kampagne kaufe oder wenn ich kein Spielbuch kaufe, sondern wenn ich mir sowas selber ausdenken muss? Also hier noch eine Erklärung, wie man sowas machen könnte. Und naja, klar. Die Space Marines haben auf ihrem Schiff, noch bevor sie abgehoben sind, haben sie immer noch eine Art Plan. Aber der Gegner hat auch einen Plan und dementsprechend kann es zu sowas wie Komplikationen kommen. Und man kennt ja den schönen Spruch, kein Feind überlebt den, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. So ist es einfach. Dementsprechend kann man da auf einer Tabelle auswürfeln, was genau passiert, oder man kann das vorher schon festlegen. Was ich dann persönlich bei den Zufallstabellen immer ganz gerne mag, ist, dass man dann für die nächste Runde, das heißt, wir haben uns jetzt irgendwie 4 Stunden lang zusammengesetzt und diese Mission dann beendet, da gibt's Abenteuerpunkte und ganz am Ende würde ich dann auf eine Zufallstabelle würfeln lassen, also einfach hier den W10. Und dann kann ich bis zur nächsten Runde könnte ich dann vorbereiten, was dann schiefgelaufen ist. Dann würfelt immer irgendwie eine 7. Okay, dann gibt es irgendwie Rivalitäten und auf der nächsten Seite wird dann erklärt, was denn diese Rivalität ist. Also, dass dann die Reihen der Deathwatch selber durch irgendwas Unvorhergesehenes aufgelöst werden. Meinetwegen, weil ein Chaos Space Marine vor deren Nase rumläuft und die einen sind der Meinung, man muss den jetzt jagen und die anderen sagen, ja, nö, wir haben immer noch ein Missionsziel und das hat Vorrang. Aber das wäre zum Beispiel eine Idee, die man dann festlegen könnte. Ich finde das super, das macht die Einsätze immer sehr flexibel und keiner ist wie der andere. Ja, dann wird selbstverständlich nochmal der Kampf erklärt in einem eigenen Kapitel. Der ist dann ja auch besonders wichtig in der Deathwatch. Aber auch das ist ein Kapitel, wo es wenig Veränderungen zur Dark Heresy 1 gibt, beziehungsweise zu Freihändlern. Wer das also schon kennt, der kann das eben überblättern. Wer es noch nicht kennt, kann es sich durchlesen. Aber auch hier gilt, ich will hier nichts erklären, sondern nur das Buch zusammenfassen. Wer es, wie gesagt, nicht kennt, das ist ein sehr nötiges Kapitel, das muss hier rein und das ist auch gut geschrieben, danach hat man es verstanden. Hier sollte man sich dann, wenn man das als PDF vorliegen hat, den ein oder anderen Kommentar reinsetzen, damit man die Tabellen wiederfindet, die dann vielleicht noch sehr wichtig sind. Gerade die Verletzungstabellen sind extrem cool. Und wenn man das eben nur als Buch vorliegen hat, dann sollte man da so ein paar ja, Schnipsel reinkleben, damit man da sich auch wieder zurechtfinden kann. Ja, das ist jetzt nochmal mitten aus dem Kampfkapitel. Da könnt ihr dann hier sehen, das ist alles sehr übersichtlich, finde ich. Auf der rechten Seite kann man dann ein ja, kleines
einen Wertekreis finden, was passiert, wenn ich das Ziel verfehlt habe. Also ich werfe eine Granate und die bleibt eben, weil der Wurf daneben gegangen ist, bleibt sie eben nicht an der Stelle liegen, wo sie eigentlich sein sollte. Da wirft man einmal kurz aus, wohin die Granate geflogen ist und kann sich dann daran orientieren. Finde ich ganz lustig gemacht, kannte ich so vorher noch nicht. Auch großen Modifikatoren könnt ihr euch denn da angucken. Je nachdem, wie klein oder groß das Ziel ist, ist dann der Wurf erleichtert oder erschwert. Also wenn ich eben auf einen ja, riesigen Panzer, ein Bane Blade, schießen möchte, dann ist das doch sehr unwahrscheinlich, dass ich diesen Wurf verfehle. Es sei denn natürlich, es gibt sowas wie Nebel, dann gibt es nochmal andere Modifikatoren, aber das ist jetzt zum Beispiel so eine reine Größenmodifikation, kennt man aus anderen Systemen auch, das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, und was ich eben extrem lustig finde und was ich mir dann auch für andere Systeme rauskopiert habe, sind dann diese Tabellen für kritischen Schaden. Das heißt, wenn irgendwelche Körperteile permanent verstümmelt werden, wenn dann das Bein abgerissen wird oder wenn der Kopf explodiert, je nachdem, was für Schaden dann da gemacht wird. Ja, hier kritische Explosionseffekte. Man kann dann aber auch auf Wuchteffekte gehen, also je nachdem, mit welcher Waffe ich zuschlage oder schieße. Ob ich jetzt einen Feind mit einem Kettensägenschwert den Arm absäge oder naja, eine Granate werfe, dementsprechend machen dann einige Tabellen mehr oder weniger Sinn. Aber ich finde die echt, echt lustig. Die machen Spaß zu lesen und man findet sich da auch sehr schnell zurecht, weil man dann einfach nur auf diese eine Tabelle nachgucken muss, okay, mein Kettensägenschwert hat jetzt reißenden Schaden, das heißt, ich gucke auf der Reißeffekte-Tabelle nach und dann muss ich eben noch wissen, welcher Körperteil betroffen worden ist. Dann guckt man nach, wie viel Schaden gemacht worden ist und kann das dann einfach vorlesen und das ist ein echt lustiges, stimmiges Bild und dann eben dementsprechend blutig. Also das ist echt ein System, das sollte man erst mit 18 spielen, finde ich zumindest. Für 14, 15, 16-Jährige ist es vielleicht nichts. Ja, zu guter Letzt noch ein Kapitel für den Spielleiter, um dann den Hintergrund zu vermitteln. Das heißt, in welcher Welt bewegt sich die Deathwatch? Was für Themen könnten thematisiert werden? Was für Spielstile möchte ich angehen? Ja, wie kann ich Belohnung verteilen? Ihr könnt das hier alles sehen. Ja, ist ein Kapitel, das ist in Ordnung. Hier finde ich dann wieder die Angst- und Verdammniseffekte ganz cool. Wenn also die Menschen, die Space Marines in Kontakt mit Chaos kommen, dann könnten auch sie korrumpiert werden oder verfallen oder wahnsinnig werden. Das ist nicht ganz so wahrscheinlich wie bei normalen Menschen, aber auch hier ist das möglich. Nicht, ja, es hat einfach auch einen Grund, dass die Hälfte aller Orden dem Chaos übergelaufen sind und die andere Hälfte kämpft gegen ihre verlorenen Brüder. Macht also schon Sinn, dass man so etwas auch thematisiert. Ich finde das Kapitel toll. Ich mag das. Man kann hier aber auch einige Dinge dann überblättern, wenn man schon weiß, wie das Spielleiten funktioniert. Aber auch hier sind sehr allgemeine Tipps, ja, die man mitnehmen kann, wenn man sie noch nicht kennt. Dann wird nochmal das Imperium vorgestellt. Das ist dann für jemanden, der neu im Warhammer 40k-Universum ist, recht hilfreich. Für alle, die sich hier auskennen, wird es wohl auch wieder weniger sein. Aber auch hier in einem Grundregelwerk erwarte ich so etwas. Das ist ganz gut geschrieben. Ja, zum Beispiel das Administratum, also das Verwaltungsbüro dieses Ganzen. Natürlich dann, wie sieht das aus mit dem Adeptus Ministrorum, mit den Abites, also der Space-Polizei, wenn man so möchte, dem FBI, die dann ermitteln, wenn es zu Ausfällen bei der Ernte kommt. Oder die Heilige Inquisition, die man dann in dem anderen Grundregelwerk von Dark Heresy kennenlernt. Adeptus Astartes, also die Space Marines selber, die wurden dann hier lang und breit vorgestellt, aber auch das ist einer der Orden, die zum Imperium gehören. Also hier nur eine kurze Zusammenfassung. Dann, ja, die imperiale Flotte, die imperiale Armee und so weiter. Also es wird hier alles vorgestellt. Wer das noch nicht kennt, kann sich hier also einen kleinen Überblick über diese sehr, sehr komplexe Welt machen. Ja, das ist die Galaxie.
beziehungsweise die Milchstraße, also hier in dem Teil, wo wir uns befinden, irgendwo auf der linken Seite kann man dann Terra sehen im Segmentum Solar. Und ja, die Menschheit hat sich auch ausgebreitet. Die Raumfahrt ist nicht ganz so sehr einfach, aber wenn man dann ja sowas wie Warp-Antriebe hat, dann wird das doch schon einige ja etwas leichter. Und dann könnt ihr unten rechts erkennen den östlichen Rand. Das ist also schon etwas weiter entfernt von Terra und dort spielt dann die Death Watch am östlichen Rand. Da gibt es dann die Schwarmflotte Behemoth, die wurde vor einiger Zeit vernichtet. Und in der Jericho-Weite gibt es eine Splittergruppe dieser Tyranniden, dieser Schwarmflotte, die dann da bekämpft werden muss als einer der Hauptgegner. Ja, mir gefällt der Aufbau des Buches irgendwie nicht so gut, muss ich sagen. Jetzt wird die Deathwatch vorgestellt. Also wir haben am Anfang, ganz am Anfang, das Kapitel gehabt, wo sich die Space Marines vorstellen und jetzt wird eben diese Untergruppe vorgestellt. Zum Beispiel auch die Grey Knights könnt ihr auf der linken Seite sehen. Ist auch wieder eine Untergruppe der Space Marines und die setzt sich dann eben aus verschiedenen Ordos zusammen. Ja, und das wird dann in diesem Kapitel erläutert. Das heißt, sehr allgemein gesprochen über das Imperium und die Space Marines. Und jetzt geht es eben um die Death Watch und was die eben so besonders macht, woher die kommen, wie die Organisation aufgebaut ist, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt zu den eigentlichen Ordos der Space Marines, wie die rekrutiert werden und so. Das wird dann in diesem Kapitel besprochen. Das Kapitel an sich ist interessant, aber ich finde die Art der Anordnung nicht so hübsch. Ich bin da generell ein bisschen bei diesen Buchen nicht so begeistert von, aber naja gut, die haben sich jetzt dazu entschieden. Bewertung folgt dann am Ende. Ja, Kampfausrüstung auch nochmal zusätzlich. Also wir haben zwar schon über die Ausrüstung der einzelnen Ordos gesprochen, aber die Deathwatch ist dann als Superorganisation eben nochmal mit etwas anderen Sachen ausgerüstet. Ja, und dann wird auch nochmal über die Xenos-Bedrohung gesprochen. Ja, die Deathwatch ist ja zuständig als Unterorganisation nicht nur der Space Marines, sondern sie sind auch der Inquisition nicht unterstellt, aber ihnen beigefügt. Und sie jagen dann für den Ordo Xenos ja feindliche Alienrassen und die werden dann hier eben nochmal vorgestellt, wenn man die gar nicht kennt. Ein alter Warhammer-Veteran wird hier nur sehr müde lächeln, wenn dann Tyranniden, Orks und Tau vorgestellt werden oder Elder und dann eben auch die dementsprechenden Gefahrenstufen. Also kann man sich mit Elder noch unterhalten, ja oder nein? Kann man sich mit Orks unterhalten, ja oder nein? Oder warum sind die Tyranniden so gefährlich? Also das wird dann in diesem Kapitel noch einmal vorgestellt. Ja, wir haben ja schon einmal die Karte gesehen und die Karte wird dann hier jetzt noch einmal ein bisschen definierter. Und da kann man dann auch die einzelnen Planeten erkennen. Das kommt dann auf der nächsten Karte. Das ist diese hier und ich finde, das Kapitel an sich ist wieder interessant. Ich finde es wieder an der falschen Stelle und es ist generell ja ganz ganz interessant, so die einzelnen Planeten mal kennenzulernen und jeder hat so seine eigenen Probleme. Der Orpheus-Keil im Norden kämpft dann eher gegen die Überbleibsel der Behemoth, ja, Flotte der Tyranniden. Da ist so eine Splittergruppe abgestoßen und ihr könnt es dann hier oben auch erkennen. Oben rechts, da kommt dann Dagon an. Das heißt, die nördlichen Planeten haben alle irgendwie so ein ja, Tyranniden-Problem. Der mittlere Archeos-Keil in der Kelewos-Kriegszone liegt dann sehr nah an der Hardex-Anomalie. Und das führt dann so ein bisschen dazu, dass man da gegen das Chaos kämpfen kann. Ja, und im Süden, da könnt ihr es dann auch an den seltsamen Planetennamen erkennen. Das ist dann der Karneskeil, kämpft man gegen die Tau. Das ist dann, ja, so Planeten wie
Tikit oder Zuamalor. Die haben alle sehr merkwürdige Namen, diese Planeten, und daran erkennt man dann die Tau. Ja, also im Prinzip ist das so ganz grob die Art von Aliens, die Art von Xenos, die man dann in den verschiedenen Keilen treffen kann. Und ja, das finde ich interessant geregelt, dass man so sich quasi aussuchen kann als Spielleiter, wo schicke ich denn die Leute heute hin, ob ich eher im Norden, im Orpheus-Keil gegen die, ja, gegen die Xenos der Tyranniden kämpfen will, ob ich gegen Chaos kämpfen möchte oder ob ich im Karnas-Keil gegen die Tau kämpfen möchte. Es gibt noch eine ganz schöne Verknüpfung, das ist das Warp-Tor, und wenn man dann die Death Watch zusammen mit den Schattenjägern spielen möchte, könnte man über dieses Warp-Tor, den Brunnen der Nacht, kann man die Schattenjäger, die Inquisition kombinieren mit der Death Watch, und wenn dann die Schattenjäger, die Inquisitoren oder die Interrogatoren alle so ein bisschen erfahrener sind und ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gesammelt haben, dann könnten die auch im, ja, Ordo Maleus oder im Ordo Xenos, könnten die dann hierhin verschoben werden, was ich ziemlich cool finde. Oder eben die Death Watch dann rüberschieben über das Warp-Tor in Richtung des anderen Galaxiehaufens. Ja, wie finde ich dieses Kapitel? Das Kapitel an sich finde ich ziemlich gut und macht in meinem Teil, also in meinen Augen, den schönsten Part in diesem Buch aus. Aber ich habe mich unglaublich geärgert über diese Doppelung, die es hier gibt. Es wird dann immer und immer wieder erwähnt, wie blutig diese Kriege sind und wie fies diese Tyranniden sind. Und ich kann diese Sätze dann irgendwann nicht mehr lesen, wenn es dann alle 2 Seiten immer wieder das Gleiche gibt. Und das wird sich dann nachher in der Bewertung bemerkbar machen. Ich finde, das Kapitel ist gut und wichtig und sehr ausführlich beschrieben, aber ja, es bringt mir halt nichts, wenn ich es nach dem ersten Mal verstanden habe und es dann noch einmal betont wird, weil ja, es ist grausam und die Tau sind fies und die Elder sind gemein und die Tyranniden auch, aber ja, wie gesagt, nach dem ersten Mal habe ich es verstanden und dann brauche ich es nicht nochmal. Ja, die Antagonisten. Das Kapitel habe ich gerade so für mich jetzt beim Durchlesen ein bisschen überblättert, weil, naja gut, da werden die einzelnen Feinde vorgestellt, das Chaos, die Tau, die Tyranniden und die dazugehörigen Werte. Wenn ich sowas brauche, weil ich gerade Spiel leite, dann sollte man sich da so einen kleinen Schnipsel reinmachen, damit man die Werte dafür hat, aber ansonsten brauche ich sowas nicht. Das muss ich mir dann da, ja, vielleicht nicht unbedingt durchlesen. Wer Tabellen wälzen mag, wie gesagt, kann das gerne tun und das gehört hier auch in dieses Buch rein. Man braucht ja immerhin ein paar Werte, aber das ist auch wieder nichts, was ich in einer ja, Rezension irgendwie großartig bewerten kann oder besprechen sollte. Naja, das ist halt da, es ist auch benötigt, es erfüllt seine Arbeit. Was ich hier noch einmal bemängeln muss, wir sind jetzt gerade bei dem, ich habe mir hier einmal diese 2 Bilder rausgesucht vom Chaos. Das ist jetzt einmal so eine abtrünnige Miliz und ein Chaos Space Marine. Und wenn man sich diese Seite einmal vergleicht mit dieser hier, dann finde ich die gemischten Zeichenstile doch sehr grenzwertig. Also gerade auf dieser Seite kann man auch nochmal diesen Hormaganten auf der oberen Seite sehen und die Termaganten auf der unteren Seite oder die Tyrannidenkrieger. Ja, die sind irgendwie komplett unterschiedlich gezeichnet und ich finde diesen Mischmasch aus Zeichenstilen finde ich hier überhaupt nicht gut. Tut mir leid. Muss ich hier einmal ansprechen. Dafür ist die Rezension da und ja, merken wir uns mal für die Rezension ganz hinten die Punkte, die Bewertung. Ja, und das Buch endet dann so, wie es enden muss, mit einem Einsteigerabenteuer. Ja, ich habe mir das kurz durchgelesen. Das erfüllt das, was es tun muss. Finde ich ganz nett. Lohnt sich auf alle Fälle, wenn man dann ja die Death Watch spielen möchte oder allgemein Space Marine spielen möchte. Ist ein gutes Abenteuer, kann ich so empfehlen. Vielleicht werden sie auf diesem Kanal auch nochmal spielen, je nachdem, ob ich Zeit habe und ob ich Mitspieler finde.
Aber das macht auf alle Fälle Spaß zu lesen und bestimmt auch Spaß zu spielen. Werde ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Es geht darum, dass ein Raumschiff, beziehungsweise, nee, wir fangen anders an. Es geht darum, dass ein Planet von Tyranniden bedroht wird. Es gibt allerdings noch Informationen auf diesem Planeten, die nach außen getragen werden müssen. Und dadurch, dass diese Planeten ohne weiteres da nicht runterkommen, schickt man die Death Watch auf einen der Planeten, der jetzt gerade in einem Eroberungsfeldzug sich befindet von den Tyranniden. Muss ein paar Tyranniden totschießen und mit dieser mit diesem Datenstick wieder versuchen zu verschwinden. Um dass das bei nicht so einfach ist, landen, alles abschießen, Datenstick nehmen und abhauen, sollte natürlich klar sein, aber das ist so im Prinzip der Aufbau dieses Abenteuers. Und finde ich ganz gut. Kann man sich auch noch ein bisschen aussuchen, ob man viel herumschießen möchte und Tyranniden töten will oder ob man das eher schleichend macht. Hat mir gefallen, war ganz gut. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur Bewertung. Es handelt sich hierbei um ein Regelwerk und dementsprechend ist der erste Punkt Zeichnung und Layout. Ich habe hier 2 von 4 Punkten vergeben. Ich habe überlegt, ob ich einen dritten gebe, tue ich aber nicht. Ich hatte teilweise, also normalerweise sind die Zeichnungen echt gut in diesem typischen Warhammer-Stil gehalten. Schön dreckig, teilweise auch schwarz-weiß, das ist okay, damit habe ich kein Problem. Aber dann mit diesem Stilbruch, dass dann von Seite auf Seite oder innerhalb einer Seite mit verschiedenen Stilen gearbeitet werden, die nicht so sehr zusammenpassen. Das eine ist sehr farbenfroh, das andere ist ein bisschen dreckiger und sehr konturreich. Und bitte entscheidet euch. Ich finde das nicht schön, wenn das so gemixt ist. Dann sind die Zeichnungen teilweise irgendwie in die Mitte des Bildes gefrachtet, auch dann als PNG, das ist okay, aber der Text hat dann merkwürdige Umbrüche, damit der sich an diese Figur anschmiegt und ich habe irgendwie keine Lust, dann zwischen den Beinen von einem Space Marine zu lesen oder wenn er einen Arm ausstreckt, dass dann der Text sich an diesen ausgestreckten Arm anpasst. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick nett aus, aber zu lesen ist es dann doch nicht so cool und ja, wie gesagt, die Zeichenumbrüche sind dann unpassend. Ja, ich mach's kurz, das Video ist sowieso schon zu lange. Redaktion und Struktur. 2 von 4 Punkten. Es gab ein paar Rechtschreibfehler, so viele sind mir nicht aufgefallen. Aber die Struktur stört mich. Der Aufbau, wie da gehüpft und gesprungen wird, dass zuerst die Space Marines beschrieben werden, dass dann ganz, ganz lange irgendwelche Regeln kommen und dann Ausrüstung und dann am Ende wird nochmal die Death Watch vorgestellt und die haben wieder andere Ausrüstung. Das kann halt als Zusatzmodul ge gemacht werden, nach dem Motto, man möchte jetzt nur die Space Marines spielen. Oder man möchte eben auch den Aufsatz der Deathwatch benutzen, aber ich finde das nicht toll. Also ganz im Ernst, muss nicht sein, finde ich nicht gut. Ja, ansonsten, das ist mir jetzt hier auch noch aufgefallen, es werden die Talente und die Fertigkeiten und die Eigenschaften vorgestellt, das ist okay. Und dann kommt die Ausrüstung rein. Und danach kommt wieder Psi-Kräfte rein. Das ist okay, dass die Psi-Kräfte drin sind, aber warum stellt man die nicht hinter die Talente und Eigenschaften oder hinter die Fertigkeiten? Weil, naja, das sind eben Fertigkeiten. Das ist in meinen Augen dann Magie und das gehört dann zu den Regelpassagen. Wenn ich gerade mein Psioniker erstellen will, dann würde ich doch ganz gerne die Fertigkeit mir aussuchen und danach, im Kapitel danach, mir auch dann meine Psi-Kräfte aussuchen. Und ich will nicht dazwischen noch irgendein Ausrüstungsband haben, der so gar nichts mit den Regeln und Fertigkeiten zu tun hat, sondern wo man sich dann eben ausstattet. Muss da irgendwie nicht rein. Ich verstehe die Anordnung nicht. Dann gibt es eine Erklärung zu dem Spiel und zu dem Kampf, wann man was rollt und dann wird der Spielleiter wieder ein bisschen mit einbezogen und es gibt dann wieder sowas, wie man Missionen baut und wie man requiriert. Das ist alles okay und dann wird das Imperium vorgestellt und dann plötzlich wieder die Deathwatch. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
Es ist ein Gehüpfe, ein Gespringe. Teilweise wird das Spiel erklärt mit den Regeln, dann wird wieder ein bisschen Fluff eingebracht mit dem Imperium, dann wird wieder ein bisschen ja, mit Regeln herumhantiert und der Spielleiter stellt sich vor, beziehungsweise die Aufgaben des Spielleiters werden erklärt, was aber teilweise auch schon ganz am Anfang im Vorwort erklärt worden ist. Also einfach Chaos. Ja, dann haben wir noch die Bonuspunkte und da kann ich quasi von 0 bis 8 Punkten vergeben. Ich ziehe Punkte ab für Wiederholung, das habe ich ja gesagt. Okay, wenn ich jetzt hier so ein bisschen ungeplanter und frei rede, dann wiederhole ich mich natürlich auch, weil ich Punkte betonen möchte. Aber naja, gut, ich mache das hier im Rahmen einer Rezension und weil es mir Spaß macht und ich will damit kein Geld verdienen. Aber naja, gut, das ist jetzt eine Übersetzung aus dem Englischen. Ich weiß nicht genau, wie es da aussieht, weil ich die englischen Bücher mir nicht angesehen habe, aber die Wiederholungen nerven mich. Preis pro Seite habe ich mir mal angeguckt. Ich habe das jetzt hier nur als PDF aus dem Shop mir geholt für 22 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Es sind 430 Seiten und wenn man einen Preis pro Seite ansetzt, kommt man bei 5 Cent raus. Wenn man dann 50 Euro für das Hardcover bezahlen sollte, ich glaube, das gibt es aktuell gar nicht mehr. Aber das war, glaube ich, dann früher im Handel der Preis und ja, das ist dann immer noch günstig mit um die, ich glaube, 12 Cent, 13 Cent, ich habe es nicht gerade ausgerechnet. Und generell, naja, ich bin an sich zufrieden mit dem Buch. Ich gebe hier gerne dann auch die restlichen Punkte, auch wenn ich hier für wie die Wiederholung einen abziehe. Und ich war schon sehr kritisch bei Zeichnung, Layout, Redaktion, Struktur, habe dann nur 2 Punkte jeweils gegeben. Deswegen gebe ich hier bei meinen Bonuspunkten, gebe ich dann umso mehr, also die 7, weil ich das Buch, trotz dessen, dass ich mich jetzt hier viel beschwert habe, mag ich es und es ist in meinen Augen guter Einstieg, wenn man vom Tabletop aus in den Bereich Rollenspiel einsteigen möchte. Wenn man bereits Rollenspiel gespielt hat und das auch so gerne weitertreiben möchte und dann in der Warhammer-Welt bleiben möchte, also Pen and Paper, dann würde ich eher zur Schattenjäger greifen, weil da sind die Ansätze noch ein bisschen anders. Aber na, wenn ich aus dem Tabletop-Szenario komme, dann glaube ich einfach, haben die da mehr Spaß mit, wenn sie die Figuren, die sie damals bemalt haben, ja, jetzt eben auch verkörpern können und da selber reinschlüpfen können in ihren Lieblingsorden. Da hatten die Tabletopper haben da sehr viel mehr von, wenn sie Deathwatch spielen, als wenn sie dann irgendwelche imperialen Noobs spielen, sag ich einfach mal so. Irgendwelche Typen, die jetzt von der Inquisition angeworben worden sind, und die regelmäßig dann ins Feuer laufen und da dann erschossen werden. Ich glaube, das macht dann eher Sinn, dass man die Deathwatch spielt, wenn man Tabletop spielt und ja. Ist das eine Empfehlung? Ja, ich empfehle es, auch wenn das Buch nicht so viele Punkte bekommen hat, wie es eigentlich hätte kriegen können. Muss man sich eben überlegen, ob man auf Sci-Fi steht, ob man auf dieses ja ziemlich crazige Setting steht, weil Warhammer ist schon eine spezielle Nummer, ist ja menschenverachtend. Und wenn man da mit einer Prise Humor rangeht, dann kann das, glaube ich, ein sehr lustiger Abend werden. Ob das für alle was ist, nein, aber ich empfehle es trotzdem, wenn man eben auf so ein Szenario steht. Gut. Damit haben wir das auch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat die Rezension so gefallen, auch wenn sie ein bisschen länger war.